Ich würde jetzt gerne Frank Binder hierher bitten. Ah, okay. Ich bin Frank Binder vom Bundesvorstand der Umweltgewerkschaft. Ich bin jetzt gewechselt in die freie Wirtschaft, zur Agentur Vize Profit. Wir stehen für Top-Renditen und nachträgliche Geburtenkontrolle. Auf unserer Erde leben derzeit über 7 Milliarden Menschen. 800 Millionen Menschen davon leiden an chronischem Hunger. Pro Jahr sterben 2,5 Millionen Kinder an den Folgen des Hungers. Ja Leute, daraus lässt sich doch Kapital schlagen. Ich stelle Ihnen mal hier kurz unser erfolgreiches Geschäftsmodell vor. Also, Nahrungsmittel sind lebenswichtig. Was lebenswichtig ist, wird konsumiert, sprich gekauft. Was gekauft wird, kann man auch an der Börse spekulieren. Spekulieren wir mit Lebensmitteln. Funktioniert ganz einfach. Wir kaufen 10-mal mehr Weizen und Getreide, als überhaupt angebaut wird. Mehr Nachfrage als Angebot. Alte kapitalistische Regel, Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Heißt, der Preis steigt, Lebensmittel werden teurer. Wir erreichen eine Top-Rendite. Jetzt verkaufen wir unsere gehaltenen Kontrakte, kaufen aber sofort wieder neue. Sonst haben wir zu viel Angebot auf dem Markt und die Preise fallen in den Keller. So, das hätten wir. Dank der Deutschen Bank. Die Broker von Herrn Fitschen und Herrn Jane unterstützen uns natürlich dabei. Gegen eine kleine Provision. Biosprit wäre auch ein gutes Geschäftsmodell, aber da haben wir schon zu viele Mitbewerber. Also muss was anderes her. Entwickeln wir jetzt unser eigenes Saatgut. Nicht nur gentechnisch manipuliertes Saatgut, sondern auch konventionelles Saatgut. Für Soja, Weizen, Gerste, Mais. Warum nicht auch für Tomaten und Brokkoli? Wir kreuzen hier ein bisschen, da ein wenig. So, jetzt schnell damit zum Patentamt und die Rechte sichern. Wie geht nicht? Das Europäische Patentamt sieht vor, dass die Patentierung von Verfahren zur konventionellen Züchtung verboten ist. Wir können nur gentechnisch verändertes Saatgut patentieren lassen. Leute, haben wir doch schon lange gemacht. Ist übrigens auch ein ausgezeichnetes Geschäftsmodell. Wir manipulieren das Saatgut so, dass es nur einmal keimt. Da kann der Bauer dann keinen Teil seiner Ernte als Saatgut für das nächste Jahr einlagern. Muss er also nächstes Jahr bei uns wieder neues Saatgut kaufen. Todsichere Renditen, vor allem in Indien. Wir nennen das Ganze übrigens Terminator-Technologie. Aber was ist mit der normalen Züchtung? Mit diesem ganzen Bio-Scheiß, den ihr da überall im Bioladen kaufen könnt oder in euren eigenen Gärten anbaut? Wir sehen nicht ein, dass diese ganzen Öko-Freaks, diese Körnerfresser und Weltverbesserer sich ihr eigenes Zeug anbauen und wir gucken in die Röhre. Kann doch auch nicht im Interesse der EU sein. Wir zahlen ja schließlich Steuern in Luxemburg und auf den Cayman Islands. Die Cayman gehören nicht zur EU? Noch nicht. Machen wir also einen Termin beim Europäischen Patentamt und den Jungs und Mädels mal erklärt, um was es da geht. Freier Markt für freie Bürger. Ja, nicht ihr. Freie Bürger sind wir, die Banken und Konzerne, die Finanzinvestoren. Ja, da bekamen wir dann auch erstmal ein Patent auf unsere Züchtung von Brokkoli. 2005 hatten wir ja schon 2 weltweite Patente auf Schweinezüchtung eintragen lassen. Wir haben Erfahrung, wir wissen, wie es geht. Aber dann haben diese ganzen Ökospinner erstmal ordentlich Krawall geschlagen. Von wegen Aneignung von Naturerbe und so. Monopolisierung der Welternährung etc. Alles Quatsch. Ein Fall für unsere Rechtsabteilung. Bisschen verhandeln hier, bisschen verteilen da. Wofür haben wir unsere Spesenkonten?